Hey Leute, was geht ab? Folge 5, Fragen und Antworten. Oh, Folge 4. Nein, das ist kein Outtake. Läufst du noch? Ja. Folge 4 von Fragen und Antworten. Folge 5 drehen wir gleich danach. So, wir fangen an. Archivierung in der Fotografie, mächtiges Thema, schwierig zu beantworten. Bei mir aktuell sieht es so aus, dass ich zwei NAS-Systeme habe, eins zu Hause, eins hier. Und es ist immer so, dass ich einen Ordner habe, wo RAWs drin sind, finale Bilder und ein paar Making-ofs. Und das kommt dann auf das NAS-System einmal hier und einmal zu Hause. Grob gesagt, es gibt da noch ein Online-Backup, wenn das Internet mal funktioniert. Aktuell Vodafone kriegt es nicht gebacken. Geile Vorlage, danke. Ja, ein Online-Backup, das heißt Backblaze. Und das sichert dann nochmal den Rechner selbst. Aber im Prinzip ist es mit so einem NAS-System von Synology, ne? Genau, und da wird es ja eh gespiegelt auf den Platten, aber alles, was hier im Büro ist, ist auch nochmal bei mir zu Hause. Genau, das einfach mal, da ist alles drauf. Photoshop-Dateien hebe ich gar nicht so viel auf. Also überwiegend geht es um RAW, finale Bilder und ein paar Making-ofs zu den jeweiligen Shootings. Ja, Nina, im Prinzip entscheide ich danach, was mir Spaß macht, beziehungsweise was ich am besten kann. Also wenn jetzt irgendjemand etwas anderes besser kann, so wie jetzt der George, der definitiv besser filmen kann, dann wird er natürlich filmen. Wenn jetzt jemand sehr fit ist mit Gestaltung, so wie das Vorschaubild jetzt zum Beispiel für diese Folgen, dann macht es der Christoph, weil er da einfach fitter ist. Und so spielt sich das ein, aber im Prinzip kann auch fast jeder von uns alles, sodass man einspringen könnte. Ja, aber wie entscheide ich das? Das ist so eine spontane Sache. Also wie mir es gerade reinpasst, worauf ich Lust habe, mache ich selbst. Wo ich mich qualifiziert halte, mache ich selbst. Und alles, worauf ich keine Lust habe, beziehungsweise wo ich denke, jemand anderes ist besser, gebe ich ab. Und ja, nach den Kriterien geht es eigentlich. Aber ich will immer weniger machen, ja, damit sich irgendwann alles so ziemlich von alleine führt, sodass ich meinen Fokus eigentlich mehr auf die Zukunft richten kann. Was könnte man noch machen? Woran müssen wir arbeiten? Wo müssen wir uns noch verbessern? Ich habe mal einen coolen Spruch gehört. Ein Unternehmer arbeitet am besten am Unternehmen und weniger im Unternehmen. Das drückt es eigentlich ganz gut aus. Ja, Severin, ich habe von Anfang an sehr viel Networking betrieben, allerdings am Anfang sehr viel online, dann auch sehr viel offline, indem ich auf Stammtische gegangen bin. Allerdings muss man dazu sagen, dass ich eher mich in die Trainerschiene entwickelt habe und somit habe ich mich viel mit anderen Fotografen getroffen. Und diese Fotografen wurden natürlich dann irgendwann meine Zielgruppe und haben dann in mich oder in meine Produkte investiert. Von dem her war das ein sinnvolles Networking. Wenn man jetzt allerdings als Fotograf Geld verdienen will, dann ist es auch schon wichtig, dass man sich mit anderen Fotografen trifft, um auszutauschen, weiterzubilden. Aber ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, um Jobs zu bekommen. Da muss man anderes Networking betreiben. Da muss man vielleicht auf Veranstaltungen gehen, wo sich die Zielgruppe befindet. Ob das jetzt, wenn ich jetzt viel Kinder fotografiere, ob ich öffentliche Veranstaltungen gehe, wo viele Kinder sind und da mich mal als freier Fotograf anbiete. Oder, ja, ist schwierig. Also bei mir war, also Networking ist das A und O, aber es muss immer sehr zielgruppenorientiert sein oder sollte schon sein. Also viel zu viele treffen sich immer nur mit anderen Fotografen und wundern sich dann, warum sie keine Jobs bekommen. Ja, weil die Fotografen einen nicht buchen. Deswegen muss man schauen. Also fotografischer Austausch ist wichtig, aber schau, wo befindet sich deine Zielgruppe, wo kannst du die kennenlernen, wo kann man sich da austauschen, gibt es Feiern, gibt es Veranstaltungen, gibt es Treffen und lass dich dann eher mal da blicken, ja, wo sich eben deine Zielgruppe befindet. André, für 2016, das ist noch sehr kurzfristig, um Business-Ziele da konkret zu benennen.
Weitere Bootcamps durchführen, vielleicht auch, dass George und Christoph mal ein Bootcamp macht, so ein kleineres, so ein bisschen europaweit. Ich möchte weiter Videotrainings produzieren, ich möchte weiter meine Auftragsarbeiten machen, auch gerne die, die ich nicht so veröffentliche. Viele Business- und normale Auftragsarbeiten, die jetzt vielleicht gar nicht so spektakulär sind im Visuellen. Also 2016 ist ein bisschen eng gefasst, das ist ja schon im halben Jahr. Also ich stecke meine Ziele eher ein bisschen langfristiger auf 5 Jahre gesehen. Und da habe ich es eben schon in der Frage zuvor beantwortet. Ich hätte natürlich gern irgendwann ein Unternehmen, das sich von alleine führt, so dass ich selber, ich werde immer meine 16 Stunden am Tag arbeiten, aber mein Ziel ist es, dass ich nur dann arbeite, wenn ich will und nicht, dass ich muss. Ja? So dass, wenn mir auch mal was passieren sollte, dass dann das Unternehmen trotzdem noch Geld reinkommt für meine Familie. Im Moment ist ja so, dass ich überwiegend, ja, aber das entwickelt sich sehr gut und das ist mein Ziel, zusammenzuwachsen mit anderen Leuten, aber dann auf 5 Jahre gesehen. Schon mal so eine kleine Anteaserung im Ziel, aber 2016 habe ich jetzt nicht so die großen spektakulären Ziele. Ja, Katja, das ist eine Frage, die man natürlich hier zeigen müsste mit Desktop-Recording. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das jetzt so erklären soll. Vielleicht mal so ein bisschen allgemeiner. Es gibt diese Möglichkeit, in Lightroom ein Buch zu erstellen. Ich habe da ganz am Ende einfach nur eine Sammlung ausgewählt, alles reingezogen, ein bisschen zurechtgeschoben. Völlig unspektakulär, da kann man noch was mit Texten und alles machen, verschiedene Layouts. Habe ich alles nicht gemacht. Ich habe alles nur reingezogen, ein bisschen sortiert, ja, per Drag and Drop, so dass es passt von den Zeiten, dass es ein bisschen harmonisch ist. Bestellen gedrückt, durchgeklickt, nicht mal irgendwie einfach so alles Standard gewählt, weil ich erstmal gucken wollte, wie es ist. Und das habe ich jetzt mit 2 Bildbändern gemacht von Urlauben mit der Familie, die waren beide cool. Aber mehr Erfahrung habe ich da eigentlich nicht. Ich bin generell noch sehr unerfahren, was Fotobücher angeht. Ich habe mal vor Jahren ein Bildband herausgebracht, was in Deutschland und übrigens in Amerika zu kaufen war. Bin ich ganz stolz drauf. Allerdings ging es damals über einen Verlag, da hatte ich nicht viel mit zu tun. Ich habe nur die Bilder und Texte beigesteuert. Deswegen, da fragst du echt den Falschen. Ihr könnt ja gerne auch mal Buchempfehlungen nochmal hier unten drunter posten. Man hört viel von Saal, Digital und was es da noch alles gibt. Aber ich selber ziehe nur rein, passe ein bisschen an, Drag and Drop. Also ich nutze vielleicht 5% von den 100, was in Lightroom eigentlich möglich ist. Aber ich finde es geil, vor allem wenn es schnell gehen muss, finde ich es mit Lightroom super. Also kann ich jedem nur empfehlen, schaut euch das mal an, wenn ihr Lightroom nutzt. Diese Buchfunktion mit Blurb, gell? Heißt es irgendwie, ich sage mal Bulb, die Bulb-Funktion ist ja was anderes, nee, Blurb. Okay, 5 Fragen, 5 Antworten, ihr seht, wir haben ein bisschen verkürzt, ja, keine 10, das heißt, wir bringen jetzt lieber öfter mal Folgen, mehr Filme, anstatt eine lange Folge zu machen, denn die Klickzahlen, das Klickverhältnis auf YouTube hat sich bewährt, dass die meisten immer nur zwischen 3 und 5 Minuten schauen. Und wir sind jetzt grob geschätzt bei 7,5. Der George guckt gerade. 8,5. Ah, knapp daneben. Alles klar, Leute. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. We'll be right back.